heute zu einem neuen Video auf MietzeMatzeYT. Dieses Video kommt heute ein bisschen später. Aber ich möchte euch auf jeden Fall die neue Version von der Minecraft Pocket Edition vorstellen. Und zwar ist die 1.11 rausgekommen. Also dieses Video kommt jetzt auch generell ein bisschen später, nicht nur später am Tag, sondern auch generell von den Tagen her etwas später. Ich habe jetzt gerade hier eine Welt generiert, ich habe mich hier noch nicht bewegt, also jetzt gerade habe ich mich bewegt, aber vorher noch nicht. Und oh, hier ist sogar direkt ein Dorf, das ist jetzt ein richtig cooler Zufall. Ich möchte euch in diesem Video einmal zeigen, was es alles Neues in Minecraft gibt. Also das ist jetzt wirklich Zufall, dass hier ein Dorf ist. Ich habe jetzt keinen Seed verwendet oder sowas. Das ist wirklich Zufall. Oh, hier ist sogar ein Eisengolem. Hallo. Ja. Oh, ist das ein Pirat? Lol, das ist ein Pirat. Also es gibt halt einige neue Dorfbewohner. Ein paar neue Befehle. Und ja, ist halt ziemlich cool. So. Hier seht ihr schon, die Dörfer, die wurden alle, die wurden neu gemacht. Das habt ihr auch wahrscheinlich alles schon mitbekommen. Es gibt so viele Vorstellungen von der 1.11. Also ich glaube, ich brauche da gar nicht so groß vorzustellen. Aber ich mache es einfach mal trotzdem. Einfach, weil ich einfach diese Vorstellung für meinen Kanal machen möchte. So, hier ist halt ein Feld, das ist ganz normal. Aber das hier zum Beispiel ist schon mal ein neuer Block hier. Das ist ein Komposthaufen oder irgendwie sowas. Wie heißt das denn? Warte, irgendwas mit Kompost war das. Kompostierer. Genau, das ist der Kompostierer. Ist halt keine Ahnung, was man damit genau machen kann. Aber es ist halt schon, ja, ziemlich cool. So, was haben wir noch? Es gibt in Minecraft... Das müsste es auch hier irgendwo im Dorf jetzt geben. Gibt es jetzt... Ich setze mal einen Cut, vielleicht finde ich eins. So, ich habe jetzt etwas davon gefunden, was ich euch zeigen möchte. Und dabei ist mir aufgefallen, dass der Brunnen ein wenig anders aussieht. Und ihr seht hier schon, über dem Brunnen hängt eine Glocke. Die kann man wirklich läuten. Und ja, damit kann man schon eine ganze Menge Krach machen. Also ich habe jetzt hier meine Lautstärke nicht so laut. Ja, man kann einiges an Krach machen damit. Und ja, damit kann man auch irgendwie Events auf Servern ankündigen, falls man irgendwie, also falls das irgendwann auf Pocket Mine hinzugefügt wird. Aber kann man halt Events ankündigen oder auch in der eigenen Welt, wenn man so eine Multiplayer-Welt hat, wie ich bei der City-Build-Welt. Lol. Okay, alles klar. geil. So, ich gehe mal hier in das Haus. Hier gibt es auch einiges Neues. Ah, hier haben wir schon was. Das ist das Fass. Ah, Sekunde mal. Öffnet sich dort das Dings? Lol. Seht ihr hier links neben dem Fass? Das ist da... Ich kann mal hier mit dem Aufnahmedienst dahin gehen. Hier, seht ihr das? Das ist dort offen. Ja. Okay, das hier ist auch neu, das kenne ich nicht. Das hier habe ich wirklich noch nicht gesehen. Also hier, kann man, hier müssen wir noch so ein bisschen schwimmen können. Yay. Ist das eine Badewanne? Soll das eine Badewanne sein? Ja, sage ich auch da. Ja, ihr habt vielleicht schon gesehen, wo ich eben bei diesem komischen Piraten-Dorfbewohner war. Hier, da seht ihr halt hier, gibt es ein neues System, wie man das macht. Ich habe es noch nicht ganz rausgefunden. Hier kann man auch auf dieses Fragezeichen drücken. In Dörfern kannst du handeln. Jeder Dorfbewohner hat einen Beruf. Bauer, Metzger, Schmied, Kartograf, Bibliothekar oder Priester. Priester? Okay. Einige Berufe handeln mit Gegenständen, die andere Berufe nicht annehmen. Schau dir viele verschiedene Dorfbewohner an und handle mit ihnen, um... alle Angebote zu entdecken. Ja, das war ja schon vorher. Also es scheint auf jeden Fall ein paar neue Berufe bei denen zu geben. Also an Priester kann ich mich tatsächlich nicht erinnern. So, Waren für Smaragde. Welche Waren ein Dorfbewohner anbietet, findest du recht leicht heraus, indem du mit ihm sprichst. Ja, das war auch vorher schon. Die Dorfbewohner passen unter Umständen ihre Preise an, nachdem sie mit einem Spieler gehandelt haben. Sie können auch völlig ausverkauft sein, wenn zu oft mit ihnen gehandelt wird. Dann kann vorübergehend nicht mit ihnen gehandelt werden. Beim Handel werden normalerweise Gegenstände für Smaragde gekauft oder verkauft. Je mehr du mit Dorfbewohnern handelst, desto besser werden sie mit ihrem Beruf.
in ihrem Beruf. Nach und nach bieten sie dann bessere und wertvollere Gegenstände an. Kümmere dich gut um deinen Dorfbewohner. Sie brauchen etwas Freizeit, Ruhe, Arbeit und genügend Essen, um sich wohlzufühlen. Ja, also es ist eigentlich jetzt nicht so viel Neues. Das sieht halt ein bisschen anders aus als vorher. Und ihr seht hier auch schon, das könnt ihr vielleicht hier unten, also hier links seht ihr ja diese ganzen Sachen. Und darunter, wo hier Level 2 Lehrling steht, also ich bin jetzt halt hier Level 1 Neuling, und dort bei Level 2 Lehrling, da seht ihr das Lagerfeuer hier unten rechts. Das kann ich euch auch mal zeigen, das gehört nämlich zu den neuen Blöcken. Ich nehme mal hier ein Lagerfeuer raus. Oh, hier seht ihr auch schon den Illager-Banner, das ist auch was Neues. Ist tatsächlich ziemlich cool. Dann kann ich das Banner hier hin machen und dann hat man hier so einen schönen Eingang. Ups, jetzt habe ich den Bruchstein dort weggemacht. Ich komme mit dieser Fadenkreuzsteuerung noch nicht ganz so zurecht, habe ich mir erst vor kurzem so eingestellt. Also ich habe es schon mal gemacht und da kam ich halt halbwegs gut damit zurecht. Aber ja, ich hab mir das jetzt hier halt erst vor kurzem so eingestellt. Leute. Ja, okay, es gibt noch einige andere neue Sachen. Ich kann auch hier mal runterscrollen. Das hier gab es schon vorher. Hier habe ich jetzt den neuen Dorfbewohner, den kann ich hier einfach so spawnen. Hier, das ist jetzt der neue. Lol, habt ihr das gesehen? Moment mal. Hä? Ich spawn hier nochmal. Pass mal auf. Moment. Hä? Bei dem ist das nicht. Hä? Ich blende euch jetzt noch einmal die Szene kurz ein hier. Der hat dort diese Partikel gehabt. Diese komischen. Habt ihr diese Partikel gesehen? Also einmal diese Partikel hier. Und dann kamen da noch weitere Partikel zu und dann hat er sich zu einem Dorfbewohner mit Strohhut verwandelt. Zu einem Bauer. Lol. Alles klar. Okay, gut. Hier ist der wandernde Händler. Das ist auch ziemlich cool. Da ist nämlich so ein Dorfbewohner. Der ist mit einem oder zwei Lamas. Mit einem. Beim Experiment Gameplay waren dort zwei Lamas. Ah, doch, es sind zwei. Ja, also der geht halt mit seinen Lamas, geht er halt von Dorf zu Dorf und dort handelt er halt auch mit Spielern und so. Oh Gott, das sind alles Sachen, die er wahrscheinlich auf den Wandersachen, die er dann da hinter sich hatte, also jetzt habe ich ihn gerade gespawnt, aber das sollen halt so Sachen sein, die er dort gefunden hat, während er gewandert ist. Ja, ist ganz cool. Ich kann mir auch mal einen Smaragd nehmen und mal probieren, das mit dem Handeln. Moment, ich habe das nämlich noch nie ausprobiert. Also ich probiere das jetzt wirklich das erste Mal aus, wie ich mit so einem Dorfbewohner aus der neuen Version handle. Okay, ich gehe jetzt mal zu dem hier hin. So. Und jetzt muss ich hier, glaube ich, den Emerald reintun. Ja. Okay. Cool. Ich sehe ja auch schon, das ist so ein riesen Slot hier. Ey, pass mal auf, schaut mal, ich kann einmal, kann ich hier drauf drücken, auf dieses Dings, und einmal kann ich hier auf Handeln drücken. Und bei beiden passiert das Gleiche. Bei beiden, kommt so ein, lol, was war das jetzt? Bei beiden, bekomme ich ein Emerald abgenommen und ein Dings dazu. Das kostet zwei Emeralds, ja. Wie viel kostet das? Ein Emerald. Das? Okay, fünf Emeralds. Das steht hier auch daneben. Das steht hier daneben. Das kostet drei, das kostet ein, das kostet fünf, das kostet ein, das kostet auch fünf. Ja, cool. Ja, das ist cool. Ich tue mal hier die Sachen wieder raus. Ups. So. Ich zeige euch jetzt auch mal weiter hier die Sachen. Also Zombie-Dorfbewohner, der sieht wahrscheinlich jetzt auch so aus wie die neuen, genau. Der greift jetzt hier auch die Dorfbewohner. Oh, der wird vom Eisengolem angegriffen, okay. Ja, dann gibt's hier den Plünderer. Der greift wirklich die Dorfbewohner an. Ich weiß gar nicht, ob der Eisengolem den auch tötet. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Der wird hier richtig durch die Luft... Alter!
Oh mein Gott. Der wird ja mal richtig durch die Luft geschossen. Schaut euch das nochmal an hier. Plünderer. Ups, jetzt laggt mein Minecraft gerade. LOL. Ich glaube, der ist auch nicht so zu besiegen. Also selbst der hier braucht ja zwei Schläge dafür. Aber ich zeige euch das nochmal hier. Spawn. Jetzt geht ihr dem hin und schießt ihn so mega weit in die Luft. Hier, ich habe das jetzt nochmal hier gemacht. Ich habe ihn nochmal gespawnt, aus Versehen gerade. LOL, also ist das bei anderen auch so? Moment mal, ich nehme mal hier den Zombie-Dorfbewohner. Ja, lol. Ist das auch bei Spielern? Moment, das muss ich jetzt mal austesten. / Game Mode 0. So, ich bin jetzt im Game Mode 0. Und jetzt gehe ich mal hier zum Eisengolem. Lol. Okay, das ist neu. Game Mode 1. Also das ist jetzt wirklich neu. Cool. Okay, hier ist jetzt so eine riesige Entität. Ich weiß nicht, ob der Eisengolem den Verwüster auch angreift. Passt auf, der ist riesig. Passt auf. Oh, der greift auch den... Der greift auch... Oh mein Gott. Wie stark ist der Eisengolem, bitte? Aber der greift auch den Eisengolem an. Also das könnte dann wirklich zu krassen Kämpfen kommen. Alter. Oh, jetzt hat er den getötet. So, jetzt geht er hier auf die Dorfbewohner los. Und tötet die alle. Jo. Ich hol mal noch einen Eisengolem. Alter, der macht hier gerade alles kaputt. / Summon Iron Golem. So. Alter, der zertrampelt dort die ganzen Felder. Oh mein Gott. Ich spawn mal ein paar neue Dorfbewohner, dass die das dann hier alles gleich wieder in Ordnung bringen können. Alter. Hä, kann ich die jetzt nicht mehr spawnen? Ah, doch. Hat nur gelaggt. Okay. Alter. Okay, der sammelt jetzt das alles wieder auf hier. Oh Gott, der hat ja wirklich alles verwüstet hier. Oh mein Gott. Sind das beruflose Dorfbewohner? Moment mal, wurden die wieder eingeführt? Die wurden doch rausgenommen. Moment, ich versuche mal mit dem. Mit dem kann ich nicht handeln, lol. Okay. Okay. Willkommen im neuen Minecraft. Was gibt's noch Neues? Kartentisch. Setze ich mal hier hin. Kann ich hier hingehen und hier kann man halt so Karten halt machen und hier kann man auch einen Kartennamen da. Ja. Und, also da tut man hier halt Karten rein und kann die dann auch vergrößern. Also hier Karten. Hier oben kommt die Karte rein, hier oben kommt die Karte rein, hier unten kommt Papier rein und dann kommt hier eine vergrößerte Karte einfach raus. So, dann gibt es den Bognertisch. Ich weiß tatsächlich nicht genau, was der macht. Okay, jetzt ist hier gerade ein Bug. Okay, hellol. Na gut, man kann ihn noch nicht verwenden. Schmiedetisch. Kann man den schon verwenden? Okay. Ich glaube, das ist hier gerade etwas verbuggt. Nee, den kann man auch noch nicht verwenden. Das Lagerfeuer, das setze ich mal hier hin. Das verursacht auch ein bisschen Licht. Und hier diese Rauchpartikel, ist sehr cool. Schmelzofen. Hier kann man halt besser Erze schmelzen. Der Räucherofen ist, um Essen zu machen. Ist gar nicht hier, der sieht auch von innen so aus. Dann der Schleifstein. Mit dem kann man reparieren und entzaubern. Also quasi wie mit einem Amboss kann man da Sachen reparieren, aber man kann auch Sachen entzaubern. Mit einem Amboss kann man verzaubern, damit kann man entzaubern. Hier das Fass, das habe ich euch schon gezeigt. So, dann gibt es das hier und das hier. Hier, das ist der Lesepult. Da kann man ein Buch drauflegen und dann kann da jeder halt das Buch lesen. Und das hier ist eine Steinsäge. Kann ich hier hinstellen und jetzt habe ich aber keinen Stein. Und dann kann ich jetzt hier was reintun davon. Und dann kann ich hier jetzt halt diese Sachen
Also hier halt gemeißelte Steinziegel, also gemeißelte Steinziegelstufe, Steinziegeltreppe, Steinziegelmauer, Steinziegel, Steinstufe und Steintreppe. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, das war es auch mit dem heutigen Video. Ich habe hier jetzt auch schon ziemlich lange aufgenommen, 18 Minuten schon drüber. Natürlich ist das alles geschnitten. Ja gut, aber also bei euch ist das deshalb nicht so lang, weil ich es natürlich noch geschnitten habe. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit dem heutigen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Genießt den letzten Tag vom Wochenende. Und dann würde ich sagen, bis nächsten Samstag und ciao!